Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, grüß euch. Wir haben die Tage jetzt mal gesprochen, gestern, vorgestern, Moment. Über... Moment. Über kommende Projekte LS25, Karten LS25, wie auch immer, ne? Es ist, lad doch ab, Werner. Das, was man halt bei jedem Release immer so macht, so, was könnte kommen, was wäre cool, was würde man instant spielen. Und ich habe allgemein gesagt, ich würde erstmal abwarten, was kommt, und dann schauen wir mal, was wird, ne? Ich kann diese ganzen alten Texturen nicht mehr sehen von den alten Maps, dazu zählt auch die NF Marsch, ist einfach aufgewärmtes Apfelmus. Kann man so sehen? Ja, ich bin irgendwo bei dir. Wenn man ein neues Spiel bekommt, und ich bin immer noch der Meinung, dass der LS25 ein neues Spiel ist und kein Upgrade, da gibt es ja auch, lass nicht drüber reden, dann sollte man auch einfach neue Sachen, für neue Sachen bereit sein, ne? Sich neue Sachen immer noch anschauen und vielleicht für neue Sachen begeistern lassen und mal schauen. Gibt halt so ein paar Streckenpferde im 22er, dass du gesagt, guck mal, wenn von dem was kommt, dann weißt du, ist gut. Bestes Beispiel für mich, meine persönliche Meinung, wo ich wirklich sagen kann, seit Jahren, wenn von dem was rauskommt, dann kannst du es nehmen, es funktioniert, es läuft, es sieht gut aus, ist, das ist aber nur eine persönliche Meinung jetzt, ist Black Sheep Modding. Für Fahrzeuge und so weiter. Oder auch für die eine oder andere Map, Black Sheep Modding. Die machen seit Jahren gutes Zeug, wie ich finde. Vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht alles on top und high quality extrem. Aber es funktioniert. Es ist ein solides Zeug, was da kommt. Und da lade ich mir gerne Sachen runter. Auf der anderen Seite haben wir diese, wie heißen die? DT Modding Passion oder so irgendwas. Von dem CSZ-Pack. Alter, das CSZ-Pack hat im 19er schon Fehler, hat im 22er wieder die gleichen Fehler. Ey, da denke ich mir so, Leute, das kann nicht wahr sein. Ich meine, ich kann es nicht besser, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt so Dinge, wo ich mir denke, Fehler im 19er, gleicher Fehler im 22er, was ist hier los? Also ich habe immer noch die schwere Hoffnung, und so ein bisschen kann ich es euch ja auch sagen, weil so ein bisschen was habe ich ja schon gespielt im 25er. Es wird wirklich ein anderes Spiel. Das muss man schon so sagen, ne? Was mich ja tatsächlich immer noch sehr, sehr positiv stimmt und ich der Meinung bin, dass das ein sehr, sehr gutes Zeichen für uns alle ist, dass die ganzen alten Konsolengenerationen rausgeworfen wurde. Das finde ich ist wirklich ein Highlight. Weil es ist, das, dann können wir uns wirklich verabschieden von dem ganzen alten Rotz. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Weil immer gesagt wurde, ja, wir müssen ja auch denken, dass die Leute auch eine andere Konsole haben. Scheiß doch drauf, ganz ehrlich. Dann müssen sich die Leute, die also auf Konsole spielen wollen, einfach was Neues kaufen. Aber du kannst nicht ein Spiel 2024 rausbringen, / 2025, und dann sagen, ja, ich zocke heute auf der PS3, ich habe da Bock drauf. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Giants den Schritt gemacht hat und gesagt hat, ey, alt, weg, wir haben die und die Systemvoraussetzungen, müsst ihr gucken, wie ihr tut. Ist natürlich für den einen oder anderen Müll, verstehe ich. Verstehe ich alles, aber als großes Ganzes muss ich sagen, finde ich das eine wichtige Sache, eine sehr wichtige Sache. Weil dir das einfach auch mehr Möglichkeiten gibt. Wenn ein Mapper nicht mit einem 3D-Programm umgehen kann, ist es schwierig, bei einer Konvertierung neue Texturen umzusetzen. So kann die Map selten gleich besser werden. Ja. Ja. Ich habe eine PS4. Frau sagt nein zum Kauf einer PS5. Schlecht. Schlecht. Da musst du irgendwie einen anderen Weg finden, Itzi. Da musst du einen anderen Weg finden. Ich würde ja auch sagen, kauf den PC, ne? Aber
Gibt es eigentlich einen richtig guten Grund? Ich frage das jetzt ganz geradeaus und ohne Vorurteile, meine Damen und Herren. Gibt es einen wirklich guten Grund für eine Spielekonsole im Jahr 2024, 2025? Nennt ihr mir jetzt oder schweigt für immer? Im Gegensatz zu einem PC. Da wäre ich jetzt einmal wirklich gespannt. Geldmangel? Ach, Lami. Wenn du das richtig aufziehst, das Ganze, ne? Dann brauchst du ja nicht mal ein Bildschirm. Du kannst tatsächlich deinen Fernseher im... Keine Ahnung. Jeder hat ein Tablet mittlerweile. Du kannst jedes Tablet das Bildschirm nehmen, wenn du willst. Natürlich. Wenn ich jetzt eine 4090 da reinballere, sind wir preislich ganz woanders. Aber in der PlayStation ist auch keine 4090 drinnen. Das ist nicht so. Wenn du die technischen Bedingungen auf dem gleichen Level lässt, bist du, glaube ich, nicht extrem teurer mit einem PC. Was? Damit mein Sohn meine PC nicht blockiert. Das ist ein geiler Grund. Da stehe ich dir voll und ganz zu, Madball. Da sage ich, ey, ist ein Grund. Xbox mit Game Pass ist eine feine Sache und etwas günstiger als ein guter PC. Man kann sie mitnehmen. Ich kann meinen PC auch mitnehmen. Also, ich will euch das bitte nicht schlecht reden. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich... Was ich von vielen höre, ist, wir haben keinen Platz dafür. Das ist eine Sache, wo ich sage, okay, dann ist es so. Wenn du keinen Platz dafür hast, für eine Ecke oder irgendwie eine Sache, wo du den PC hinstellst, dann verstehe ich das irgendwo. Aber ansonsten, wenn ich irgendwo ein bisschen Platz habe, dann würde ich im Zweifel immer zum PC greifen. Immer. Und weil viele geschrieben haben, Handhabung. Leute, mittlerweile gibt es so viele Leute, die sich mit dem PC richtig gut auskommen, kennen, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, Arbeitskollegen. Irgendwer hilft euch immer, wenn es um einen PC geht. Und sonst gibt es 27.428 Tutorials im Internet auf Deutsch. Mittlerweile ist doch fast jedes Problem exakt beschrieben mit einer Anleitung, wie du den Fehler beheben kannst. Also die Zeiten, wo man sagen kann, ich muss mir jetzt so einen Kavenzmann an Handbuch durchlesen, die Zeit ist vorbei. Das ist echt vorbei. Also für LS25 bekommt ein PC das gleiche Geld wie für eine Konsole. Jeder sollte ein PC kaufen. Wie gesagt, also was ich auch nicht, oder was ich schon verstehe, aber ich finde immer das Argument gut, ja, wir haben kein Platz für eine PC, wir haben einen Laptop. Ja, spiel doch auf dem Laptop. Ich würde einen Laptop immer noch bevorzugen wie eine Konsole, ganz ehrlich. Steuerung, Bedienung, Maus, Tastatur. Bin ich so game, weißt du? Platzmangel ist auch, ich spiele vom Laptop und schaue da gerade. Ja, also ich würde, also wenn ihr jetzt irgendwer sagt, Platzmangel, dann sage ich, okay, das ist ein Argument, da kommst du nicht gegen an. Ja, wenn du unbedingt willst, wirst du dafür eine Lösung finden. Aber ich sage mal, wenn du es jetzt leicht haben willst, dann hol dir doch einen Laptop. Laptops sind nicht optimal, verstehe ich. Laptop werden auch nicht empfohlen zum Spielen. Verstehe ich alles. Aber bevor ich dann irgendwie so eine Konsole reinstelle, dann hol dir doch einen Laptop. Klappst du auf, spielst du, klappst du zusammen, räumst den Schrank. Fertig. Also, wie gesagt. Und du hast halt so viel mehr Möglichkeiten auf dem PC. Alleine vom LS. Ich glaube, dass es da draußen auch wirklich nicht viele Leute gibt, die sagen... Sie wollen von dem PC auf die Konsole zurück. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe LS auf der Konsole gespielt. Es gibt Videos davon, wie ich den LS auf der PlayStation gespielt habe. Da gibt es ein eigenes Let's Play zu. Ich weiß nicht, wie lange das ist, aber es gibt, habe ich gemacht. Und auch da habe ich gesagt, kann man machen. Und dann irgendwann zum Schluss habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Begrenzungen bei Balden. Begrenzungen bei Mods. Nicht für den Mods, die es einfach nicht für die Konsole gibt, wegen den Skripten.
Boah. Das ist ja... Also... Das war im LS17. Ja, ich hab's mal probiert. Weil ich habe immer gedacht, ich kann ja nicht sagen, mach das so und so und hab das dann nicht... Ich hab's ja wirklich probiert. Ich habe Let's Play von der PlayStation ausgemacht. Also Rekord 29 Helfer gleichzeitig am Arbeiten, mach das mal auf Konsole. Das ist ein bisschen ein Extrembeispiel. Ne? Das ist ein bisschen... Aber guck mal, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe richtig Bock, dass ich mal am Wochenende 1000 Ballen mache. Sagen wir jetzt einfach mal, das ist ein realistisches Szenario, ne? Ey, der wird schwierig auf der Konsole. Palettenlimit. Das. Helferlimit. Du bist ja nur limitiert. Aber wie gesagt. Ich weiß, es ist nicht bei jedem möglich. Sei es finanziell, sei es die Frau sagt nein, sei es andere Dinge. Alles okay. Verstehe ich alles. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie auf dieser verdammten Welt, dann holt euch einen PC für das Spiel. Hab am PC einmal Shooter mit Controller gespielt. Nie mehr wieder. Hab am PC einmal Shooter mit Controller gespielt. Nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Farmer for Life, grüß dich, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke dir für den Resub im 51. Monat. Also ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, ne? Wer irgendwie in näherer Zukunft oder nächstes, übernächstes Jahr einfach mal sagt, boah, was hole ich mir jetzt? Neue Playsy, neue Xbox, neue, keine Ahnung, Gamecube. Ist schon lange her, glaube ich. Oder ein PC, nehmt immer einen... Und das Schöne ist am PC, holt euch doch einfach, wenn es finanziell nicht möglich ist, einfach was Gebrauchtes. Irgendwas... Ratenkauf würde ich nie machen, aber das ist eine persönliche Einstellung. Holt euch irgendwas Gebrauchtes, fangt irgendwo mal an. Und dann könnt ihr euch ein bisschen mit der Materie beschäftigen und sagen, ich tausche jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich gehe jetzt von 8 GB RAM auf 16 GB. Ich gehe dann irgendwann auf 32 GB. Und das kannst du halt alles so ein bisschen vor zu upgraden. Wenn du weißt, du brauchst mehr Power, mehr hier, mehr da, du kannst das alles upgraden, Stück für Stück. Das sagt jetzt keiner, du musst jetzt auf einen Schnall 7000 Euro für einen PC ausgeben. Wenn du das kannst, go for it. Aber mein Mann hatte damals mit dem 17er begonnen zu spielen auf einem alten Rechner. Der war gebraucht und hatte damals 80 gekostet. Und jetzt, in all den Jahren, haben wir nach und nach die Sachen ausgetauscht. Genauso ist es. Mach das mal bei einer PlayStation. Mach das mal bei einer PlayStation. Das funktioniert nicht. Da können wir die Kirche im Dorf lassen. Das funktioniert nicht. Wobei, dafür ist sie auch nicht gedacht. Dafür läuft sie stabil. Du hast zwar, wenn sie wirklich gut im Betrieb ist, ab und zu denkst du dir so, wo lande ich hier gerade in Hubschrauber in meinem Wohnzimmer? Was ist hier los? Aber ist halt so, ne? Ich habe bis letzte Woche auf PlayStation Farming gespielt, habe jetzt einfach einen PC gekauft und man hat einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir dürfen uns nicht nur, wenn wir an den PC denken, jetzt an alle Let's beschränken. Gibt es auch andere Spiele auch. So. Keine Ahnung. Und dann bist du vielleicht auf einer... Bist du vielleicht irgendwann auf einer Farmcon und gewinnst auf einmal ein Lenkrad. So, was wäre denn damit? Okay, bei einer Konsole kannst du ein paar Lenkräder anschließen, aber auch nicht alle. Aber hier, am Tisch sitzen, Lenkrad, Seitenkonsole, noch ein Eis, die Zitrone links... Nur Zitrone, nicht Pfirsich, weil wer Pfirsich trinkt, der hat eh, das Leben ist irgendwie vorbeigelaufen. Eistee, Zitrone ist der wahre Eistee. Und dann kannst du einfach hier daddeln. Fertig. Erledigt. Aber wie gesagt, da muss jeder halt... Es ist wahrscheinlich für 95% da draußen einfach ein Hobby. Es ist ein Hobby, so nach dem Arbeiten, nach Schule, nach keine Ahnung was... einfach eine Stunde irgendwas spielen oder keine Ahnung. Irgendwas machen. Irgendwas. Muss halt alles doppelt und dreifach kaufen. Wenn du erst klein kaufst und dann mehr. Nee, es sagt ja keiner, du musst mehr kaufen. Es ist ja nur die Möglichkeit, die du hast. Wenn du dir jetzt als Beispiel, du kaufst jetzt ein Setup. Du guckst dir den LS25 Systemanforderungen an, minimal, kaufst dir das Setup, minimal und sagst, es ist für dich absolut ausreichend, dann wirst du nicht aufrüsten müssen die nächsten 3 Jahre, safe. Du wirst nicht aufrüsten müssen.
Es geht was kaputt, aber das hast du immer. Das hast du nie in der Hand. Aber wenn du sagst, es ist okay für dich so, dann passt das. Wenn du aber nach einer Stunde, nicht nach einer Stunde, nach einem Jahr zum Beispiel sagst, ey, irgendwie, die Grafik könnte ich mir vielleicht irgendwie, hier Amazon Prime Days, Grafikkarten im Angebot. Würde ich gerne haben, passt die auf mein Mainboard? Go for it, rein damit. Also die Option hast du immer. Wenn du sie nicht brauchst, ist ja fein, aber du hast sie. Und die hast du halt bei der PlayStation oder bei der Xbox, hast du die nicht. Aber tatsächlich beides. Oh, die noble Ausführung. Beides zu Hause. PC, PS5. Weil PS5 Exklusivspiele. Konsole ist in die Wohnzimmer. Bequemes Zocken, Rennspielen, Zocken. Und, ja. Ja. Aber Thunderbird, auch da wieder. Du hast die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit dazu. Klar, wenn du beides hast, bist du natürlich in einer sehr privilegierten Lage. Ja. Aber das ist nicht der Standard, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Gut, liebe Leute, sei es wie es sei. Macht, was ihr für richtig haltet. Wir sind erstmal fertig für heute. Ich danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Björn, dann wunderschön. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüssi, bye bye.